Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben, zum Wochenstart. Bevor ich heute loslege mit den Wunscherfüllungstendenzen für die Woche, fürs Kollektiv, heute Mittag um 15 Uhr habt ihr hier ein kleines Portaltage-Orakel für den neuen Monat. Ich mache das immer einmal komplett statt jeden Tag einzeln, dass wir so ein bisschen die Botschaft hinter der Energie verstehen. Ja, und ansonsten gucken wir uns jetzt an, was die Woche für Tendenzen mitbringt, für die besten Qualitäten, die man in seinen Dingen haben kann und in welchen. Schicksalshafte Wunscherfüllung, brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Ne? Hier spielt uns das Schicksal irgendwas zu. Es kann ja auch sein, dass eine Erleichterung in schweren Dingen kommt. Es geht um uns, unsere Berufung, unsere Herzensangelegenheiten. Es kann hier möglicherweise auch sein, dass hier sehr viele Dinge in der Auflösung sind, die das Herz erleichtern einfach, ne? Wo einem wieder wärmer wird ums Herz, wo man sich besser fühlt, wo man eine Herzenslast irgendwie auch abgibt. Die Beziehungsthemen, Wunscherfüllung, Erleichterung in Liebe und Beziehung, Verträge, die einem zugeschustert werden, Herzensprojekte, alle Dinge, die einen großen Schatten aufweisen, alle Dinge, die eine bestimmte Intuition brauchen, alle Dinge, die sich hier auch in einem Kreis drehen, wie der Mond, ne, seine Zyklen hat, wo man denkt, meine Güte, ich sitze in einem Hamsterrad. Alle Dinge, die man mit so einem bestimmten Blues belegt, wo man denkt, heute geht es mir so, damit morgen so. Ich sehe die Geschenksenergie aus dem Umfeld raus. Ne? Ein schicksalshaftes Geschenk macht sich auf den Weg. Schicksal meint es gut mit uns. Einladungen treffen. Alle Dinge, die wir denken, sie benötigen eine Veränderung und jetzt kommt die Veränderung und dann? Wie gehen wir mit der Veränderung um? Also alle Dinge, wo wir Angst haben oder Befürchtungen, dass wir mit der Veränderung nicht umgehen können, liegen hier begünstigt. Geht ja auch einher mit der Veränderung auf der emotionalen Ebene, ne? Das sind mir hier zu viele. So, jetzt war es klar. Ja, diese Wunscherfüllungstendenzen, eine schicksalshafte Wunscherfüllung, bringt uns hier zu neuen Türen, bringt uns hier einen Erfolg, ein Gefühl der Sicherheit. Wir haben hier unten den Bären und die Sonne mal wieder und den Neubeginn. Hier kann auch sein, dass man sich mit der Vergangenheit gut aussöhnen kann, dass man einen Menschen aus der Vergangenheit wieder trifft, dass die Angebundenheit zu einem Krafttier oder Geistführer relativ hoch ist und dass man so, ich sage es jetzt mal, DNA-Themen, die wir in der Wiege haben, die mit unseren Vätern zu tun haben, wo wir auch die Partner so ein bisschen so anziehen, dem Beziehungsmuster entsprechend, dass das hier einfach eine gute Basis kriegt, die uns auf eigene Füße bringt, in die eigene Größe. Da geht es immer auch so ein bisschen um Unabhängigkeit und Abhängigkeit in Beziehungsthemen. So, jetzt halt, jetzt habe ich die falschen Karten. So, jetzt habe ich sie. Guckt euch das an, gerade habe ich es gesagt, ne?
ja, gewinnt man an persönlicher Kraft, wenn so ein Thema, das mit der Generation, in die man geboren wurde, zu tun hat, einfach aufgelöst wird. Man geht mehr in die eigene Größe, in die persönliche Kraft. Eine Woche, wo die göttliche Magie sehr hochschwingend ist, wo man tatsächlich einen besonderen Zauber verspürt oder mit Wundern auch rechnen darf. Und eine Woche, in der wir in die erste Reihe stehen dürfen, wo wir uns nicht klein denken müssen, wo wir einfach, auch das kann so eine Thematik sein, ne? Wie ist man mit euch umgegangen? Durftet ihr in der ersten Reihe stehen? Auch das widerspiegelt sich oft in Beziehungen, ne? Dass man eben nicht den Platz an der ersten Reihe hat beim Gegenüber. So, unten am Deck haben wir noch eine Woche, wo wir ein bisschen auf die Gedankenkontrolle achten, dass wir einfach positiv, Erfolg, zielgesetzt nach vorne gehen, dass wir unsere Wünsche visualisieren und nicht an das denken, was Veränderungen mitbringen kann. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich habe ein neues Deck. Da geht es um Wishcraft, also nicht um Witch. Kraft für Hexe, sondern Wish für Wünsche. Und da schauen wir jetzt mal, welche Karte uns diese Woche helfen könnte, Wünsche zu manifestieren oder Wünschen eine besondere Ausdruckskraft zu geben. Ich beziehe das jetzt montags öfters mal mit ein, weil es einfach schön ist. So. Wir haben hier Dance the Rainbow. Ich mag es, Schönheit in meinem Leben zu haben. Jetzt gucken wir mal, was wir da machen können. Das ist wirklich lustig und bringt uns vielleicht auch in Fahrt. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass jeder von uns diese Woche einen Regenbogen sieht. Aber hier kann man den sprichwörtlich aufmalen und dann entlang der Farben tanzen tatsächlich oder sich hoch und runter bewegen. Macht euch eine gute Musik an. Es wird hier gesagt, dass in Nähe eines Regenbogens die Wunscherfüllungstendenzen besonders gut sind, wenn man sich in die Energie reingibt. Ne? Und während man hier dann diese Linie entlang tanzt, darf man ganz laut seine Wünsche rausschreien. Habt Spaß, macht es weiter, so lange wie ihr es wollt. Alle Male ist es mal so ein Versuch wert, ne? Mit dem Aufmalen von etwas manifestiert man ja auch schon wieder. Möglicherweise gibt es hier auch irgendwo Bilder, die man ausdrucken kann oder Bilder, die man sich angucken kann vor dem PC und da dazu tanzen. Ist wahrscheinlich nicht das Gleiche, aber man kann es auf vielen Ebenen lösen, wenn man diese Woche keinen Regenbogen sieht. Ich meine, wann sieht man den schon, ne? Aber es ist eben der Tipp der Karten für diese Woche. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Regenbogentanzwoche, wo ihr sehr viele gute Wunschsamen aussehen könnt. Außerdem tut es auch einfach gut, sich mal wieder zu guter Musik zu bewegen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ich drücke euch und vergesst heute Mittag nicht 15 Uhr das Portal-Tage-Orakel. Ich drücke euch bis dann.